Jo Leute, Sini am Start und willkommen zu einem neuen Dr. Stone Video. Was geht? Ohne Spaß, YouTube. Ich bin wieder am Start mit Dr. Stone. Ja, Aktivität. Die letzte Zeit war ja nicht so gegeben. Ich habe ein paar andere Videos gemacht, die Vorrang hatten in dem Aspekt her. Wir widmen uns wieder Dr. Stone und ich werde mich ranhalten. Ich werde versuchen, die nächste Zeit, auch die nächsten Folgen kontinuierlicher zu bringen. Aber nehmt es mir bitte nicht übel, wenn mal eine Folge nicht kommt. So, also ich versuche mich wirklich ranzuhalten, Dr. Stone öfter zu bringen. Ich versuche meine Jokes mit reinzubringen. Ich enjoy den Anime sehr. Also der Titel ist für mich fast schon zur Legende geworden. Einfach, ich enjoy das sehr, sehr stark. Die Charaktere sind sehr sympathisch. Ich lerne irgendeinen Kram, bei dem ich in der Schule nicht aufgepasst habe, mäßig. Ich interessiere mich für diesen Naturwissenschaftsaspekt jetzt nicht so krass, aber du musst auch nicht so heftig in der Thematik stecken. Ich finde, Comedy ist in dem Anime einfach das Nonplusultra, die Charaktere sind, wie gesagt, sehr sympathisch. Und wenn du an der einen oder anderen Stelle sogar wissenstechnisch etwas mitnehmen kannst, ja, Digga, dann hast du einfach jeden Aspekt in der Serie gegeben. Nicht mehr normal. Vor allem auch Animation, Zeichenstil, Artstyle und so weiter ist eine Sache, die ich am Zeichner, an Boichi, immer sehr, sehr krass gefühlt habe. Für den einen oder anderen Schlingel wird er natürlich wissen, dass der früher Hentais gemacht hat oder aus der Szene kam. Man kennt ihn. Das Einzige, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass die Frauen alle aussehen wie Sid. Ja, keine Ahnung warum, aber das ist ein bisschen weird. Aber okay, wie man es möchte. Den letzten drei Folgen widmen wir uns jetzt. Ich habe sehr Bock reinzugehen in Senku und die anderen. Okay, das hört sich ein bisschen komisch an. Let's go. Wenn es euch gefällt, lasst mir gerne Daumen nach oben da. Und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Dr. Stone verpassen wollt. Und an dieser Stelle können wir loslegen, liebe YouTube-Leute. Denn Senku hat ein Auto gebaut. Was ist denn jetzt los? Holy shit. Erstmal natürlich chronologisch. Ich stecke ja noch YouTube-technisch bei Folge 2 fest, weil ich nur die erste Folge reviewt habe. Tja, Homura, die pinke Turnerin, wurde einfach mal so gefangen genommen. Senku hat die mit einer Leuchtrakete kaputt gemacht, mäßig. Die sind denen hinterhergerannt. Haben ein bisschen Fangen gespielt, Homura wurde gefangen. In der dritten Folge hat man das Telefon rübergebracht, man hat endlich wieder die zwei OG-Charaktere Taiju und Yugimoto Yuzuriha oder so gesehen. Keine Ahnung, Digga, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, das ist so ein komischer Name, ohne Spaß, kann die sich nicht einfach umbenennen? Ich meine, die sind in der Steinzeit, da ist alles auf neu. Kann die sich nicht einfach einen neuen Namen geben, wie, weiß ich nicht, Maria oder so? Das ist viel einfacher. Halber Zungenbrecher, wenn ich das hier in mein Mikrofon spreche, das kann ja wohl nicht wahr sein. Echt lächerlich. Ich fand es auf jeden Fall sehr nice, dass diese Connection wieder zusammengefügt wurde, weil Senku ja mit den beiden Charakteren quasi angefangen hat, sich dann von denen trennen muss und jetzt wieder einfach zu ihnen gefunden hat. Fand ich sehr, sehr nice. Und man versucht in der dritten Folge quasi die erste zu finden, die überläuft von Tsukasas Imperium zum Wissenschaftskönigreich. Und das ist Nikki, bei der man, glaube ich, nicht unbedingt die beste Wahl gefunden hat, denn Senku und Gen versuchen ja mit der Schallplatte, mit der CD von dieser Sängerin und so weiter, die ganzen Leute zu verarschen. Und bei ihr haben sie genau einen Fan von dieser Sängerin getroffen. Also das ist halt natürlich wieder Anime-Logik. Man kennt ihn. 6000 Jahre später kommen die Leute aus den Versteinerungen raus. Und genau diejenige, die du auf deine Seite rüberholen möchtest, passt nicht ins Ziel mäßig. Typisch Anime-Logik einfach. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice in dieser Folge. Denn Senku versucht da tatsächlich mit seinen krassen Berechnungen irgendwelche Fanfragen zu beantworten, schafft das sogar teilweise. Digga, Senku hat einfach Radaraugen, dass wenn er auf ein Foto von einer Frau schaut, er einfach die Körpermaße berechnen kann und die nach 6000 Jahren immer noch aus dem Kopf weiß. Das ist ja einfach fotografisches Gedächtnis over 9000. Holy shit. Ich glaube sogar, Dr. Stone könnte mathematisch belegen oder nachweisen, wie oft ein Mensch in der Woche scheißen geht, anhand einer Formel. Einfach. Lul. By the way, möchte ich ebenfalls auch nur nochmal erwähnen, dass man beim Schauen von Dr. Stone den gleichen Effekt erzielen kann, wie beim Schauen von meinen Videos. Denn die Leute werden dadurch intelligenter. Es ist so krass. Ihr könnt mich theoretisch schon Dr. Seiden nennen. Es ist nicht mehr normal. Nikki kommt auf jeden Fall hinter die Fassade von Senku und weiß, dass der Typ
nicht wirklich die Sängerin bei sich hat. Und Senku ist am Ende des Tages ehrlich und sagt dann, wir beschützen die Musik, die wir halt hier letztendlich noch haben. Und sie geht quasi rüber. Das heißt, mit dem emotionalen Impact, der dahinter steckt, hat man quasi den ersten rüberholen können. Das fand ich sehr, sehr nice. Nikki finde ich als Charakter ganz okay. Sie hat halt eine gewisse Sympathie für die alte Zeit mitbringen können. Damit kommen wir zur aktuellsten Folge und zwar Episode 4. Chrom ist nämlich zurückgeblieben, als er das Handy quasi überbracht hatte und so weiter. Wurde nämlich von Ukyo, diesem Typen mit den Mega-Ohren, gefunden und quasi als Geisel mitgenommen für das Tsukasa-Imperium. Und bevor Chrom sein Leben verliert, wollen die Leute aus dem Wissenschaftskönigreich diesen eben retten. Sie versuchen also, alles mitzunehmen und bauen dafür ein fucking Fahrzeug. Ohne Spaß. Das ist eine Sache, die ich an Dr. Stone immer so faszinierend finde. Du bist in einer Steinzeit, in einer Steinwelt, alles hat sich quasi resettet. Du bist von neu auf in dieser Welt und du versuchst die krassesten Dinge, die in der Realität, also in unserer Realität, in unserer vermeintlichen Realität existieren, Handys, Autos und so ein Kram, die versuchst du einfach nachzubauen, versuchst du einfach neu zu erfinden mäßig. Das ist einfach eine geile Idee, finde ich. Ich finde das sehr, sehr nice, wie Dr. Stone das immer hält mit diesem Plänen immer von Folgen zu Folgen, also dass verschiedene Abschnitte quasi gezeigt werden. Erst machst du ein Handy, dann machst du ein Fahrzeug. Hier in der letzten Folge wurde eine Dampfmaschine, also quasi der Motor hergestellt mäßig, wie bei einer Dampflok. Ich finde, durch den Titel Dr. Stone wird dieser gewisse Leitfaden oder dieser gewisse Spruch, macht das Unmögliche möglich, erst richtig zur Realität. Das ist eine richtig nice Sache einfach. Und Dr. Stone ist einfach mal was anderes. Was Kreatives, was anderes. Aber sehr, sehr enjoyable. Also ich genieße diesen Anime mitunter am meisten aktuell in der Season. Neverland könnt ihr wegschmeißen. So, das ist komplett Anime Original. Lest den Manga, wenn ihr Neverland richtig empfinden wollt. Weil Neverland ist komplett was anderes jetzt mittlerweile im Anime. Es gibt noch einige andere Titel in der Season, die ich jetzt die letzten Tage auch aufgeholt habe, die sehr, sehr nice sind. Mushoku Tensei, Wonder Egg Priority, glaube ich, heißt der Anime. Auch ganz guter Titel. Skate Infinity, so ein Skateboard-Anime. Muss ich auch noch ein paar Folgen gucken. Aber da habe ich die ersten zwei gesehen. Und die mir auch sehr, sehr gut gefallen. Übrigens von Studio Bones, also auch gut animiert das Ganze. Insgesamt in dieser Winterseason haben wir sehr, sehr viele Titel, die überzeugen. Dr. Stone ist so einer davon, der definitiv an der Spitze mitreiten kann. Und ich freue mich einfach auf jede Folge und schaue jede Folge aktuell, wenn sie um 16.30 Uhr donnerstags kommt. Ohne Spaß, also das ist nicht mehr normal. Ich feiere Dr. Stone einfach und lache mir den Arsch ab, wenn die da irgendwie, weiß ich nicht, nichts zustande bekommen mäßig und Senku in 2 Sekunden einen alternativen Plan hat. Das ist einfach nice. Auch schön anzusehen sind solche Anlehnungen an verschiedene Zeitepochen, welche Zeit man gerade so entdeckt hat mit der Erfindung von den gewissen Gegenständen. Mit der Dampfmaschine hat man quasi so ein bisschen diese Industrialisierung reingebracht, also mit der Dampflok und so weiter. Ich würde auch gerne mal meine Dampflok, ah nee, Digga, das sag ich lieber nicht, holy shit, dann passiert sonst noch irgendwas. Wisst ihr, es gibt einen Moment bei Dr. Stone, der ist mir so hängen geblieben, nicht mehr normal, und zwar als Senku Ruri seine Medizin gegeben hat. Holy shit, das sah aber nach diesem anderen Titel aus, nicht mehr normal. Insgesamt habe ich bei Dr. Stone gar nichts zu bemängeln. Das ist halt einfach mal so ein Titel, wo ich mich einfach zurücklehnen kann, den genießen kann und er ist einfach von vorne bis hinten top tier. Jetzt seid ihr in der Reihe. Schreibt mir mal euren Lieblingscharakter in die Kommentare rein. Meiner ist definitiv Gen, der Mentalist. Der hat so eine gehässige, sympathische Art einfach an sich. Und man hat ihn auf Senkus Seite rüberziehen können, weil er einfach eine Cola haben wollte. Also sympathischer geht's ja wohl gar nicht. Und am Ende des Tages wisst ihr ja, Cola und ich sind so. Lasst mir das einfach mal gerne in den Kommentaren da. Gerne natürlich wie immer einen fetten Support, einen fetten Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen darüber. Und dementsprechend, YouTube, wäre es das gewesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann hoffentlich etwas schneller wieder. Haut rein und ciao.